Hallo und herzlich willkommen, liebe Löwin. Ich hoffe, es geht dir sehr gut. Wir schauen heute rein in die Energien für die Löwin, Löwe Sternzeichen Aszendenten oder auch wenn du deinen Mond im Zeichen Löwe stehen hast, für den Januar. Was zeigt sich im Januar für die Löwen im neuen Jahr? Ich hoffe, du hattest schöne Feiertage und angenehme Rauhnächte bisher. Wir schauen jetzt schon mal rein, was sich jetzt hier energetisch zeigt für die Löwin im Januar. Ritter der Kelche. Da sehe ich erstmal eine sehr zuversichtliche, verträumte Haltung. Ja, mit Vertrauen. Aber die Karten, die sind gerade sehr schwer zu mischen. Muss ich sagen, die kleben jetzt alle so ein bisschen aneinander. So. Jetzt haben wir hier die 8 der Kelche, etwas zurücklassen. Wir schauen mal rein, was wir hier für die Löwen haben. Ein Turm. Moment. Auch hier ein Ass der Münzen, das hatte ich auch gerade schon mal. Also mit dem Turm stürzt hier gerade irgendetwas ein. Das kann hier ein Weltbild sein, eine Einstellung, Muster, Lebensumstände, eine Situation im Außen, Dinge, die man für sicher gehalten hat, Sicherheitsstrukturen, ja, so alltägliche Gewohnheiten. Das kann aber auch eine Beziehung sein, ein Job, ein Umfeld, alles Mögliche. Eine Erwartung. Ja, das kann sein, man steht hier gerade irgendwo vor so einer Art Scherbenhaufen. Irgendwas stürzt ein und gleichzeitig sehen wir darin aber auch eine neue Chance, eine materielle Chance, hier in die Fülle zu kommen, inneren Reichtum zu erwerben, langfristig etwas aufzubauen, in die Stabilität zu kommen. So, und wir haben hier die 9 der Kelche. Die spricht davon, dass du hier auch jetzt gerade das Leben genießt oder zumindest schöne Momente hier auch hast mit Menschen, die dir gut tun, die dich innerlich erfüllen, dass du ja entweder dein Leben oder auch die Gesellschaft mit anderen jetzt hier genießt und schöne, erfüllende Momente erlebst. Der Turm ist immer der Zusammenbruch von alten Strukturen, aber es ist auch ganz oft ein Befreiungsschlag. Das heißt, es ist dein Durchbruch zu einer neuen Freiheit. Zu einer, ja, so eine Art Befreiung. Ne? Und das scheint hier wirklich ausschließlich positive Auswirkungen zu haben, weil wir sehen hier eine Chance, wir sehen hier das Genießen. Also das scheint hier was Gutes zu sein. So, was haben wir hier jetzt im Schatten liegen? Fünf der Schwerter. Da sehe ich eine Art eine Niederlage, ein Kampf oder eine Auseinandersetzung, die es hier möglicherweise gegeben hat, wo man auch ja, vielleicht gedemütigt wurde oder angegriffen, ja, Verletzungen, die hier stattgefunden haben. Hier hat irgendjemand mit unfairen Mitteln gekämpft. Dann haben wir den Gehängten. Bei dem Gehängten geht es darum, eine neue Perspektive einzunehmen, da ist man vielleicht gerade irgendwo zum Opfer geworden. Also da gibt es Umstände, die sich hier kreiert haben, wodurch man zum Opfer geworden ist und jetzt festhängt oder auch ein Opfer bringen muss. Hier geht es aber darum, wirklich eine neue Perspektive einzunehmen. Das ist hier ganz wichtig bei dieser Energie, bei dem Gehängten. Da geht es darum, die Dinge anders zu machen, anders zu betrachten. Und deswegen stagniert hier irgendetwas. Also es ist irgendwo eine Stagnation hier, wo du nicht weiterkommst, vielleicht weil hier auch etwas zusammengebrochen ist, das kann hier zusammenhängen. Und nun geht es darum, hier eine neue Sichtweise, eine Lebensumkehr eigentlich auch hier einzuleiten, ja, etwas jetzt anders zu tun und ganz anders zu betrachten. Der König der Stäbe ist hier ein sehr willensstarker Mensch, der sehr leidenschaftlich, sehr durchsetzungsstark, mutig, risikobereit. Also all die Feuerqualitäten, das könnte hier zum Beispiel deine eigene Energie sein als Löwe,
Die liegt hier aber nun mal im Schatten, in der negativen Energie. Das heißt, man könnte hier entweder ein bisschen impulsiv sein oder auch, ja, auch ein bisschen, das zeigt hier dann auch ein bisschen aggressive Tendenzen. Das könnte aber auch ein Gegenüber sein. Oder man könnte hier auch sehr verbohrt sein oder rechthaberisch. Also alles, was so Feuer in seinen negativen Qualitäten ist, könnte damit hier gemeint sein. Es könnte auch sein, dass man hier zu engstirnig ist. Ja, wirklich zu verbohrt in irgendeiner Sache. Oder es ist ein Gegenüber, das hier sehr dominant ist. Auch das ist möglich. Ein Mensch, mit dem man hier einen Konflikt hatte oder ein Gekämpfe, eine Niederlage, ein verlorener Kampf. Oder jemand, der einen hier zum Opfer gemacht hat. Obwohl es natürlich auch sein kann, dass es die Umstände waren oder du selbst hier irgendwie in einer Stagnation steckst, ohne dass da eine Person dran schuld ist. Also es ist aber möglich. Der König der Stäbe. Wir schauen mal, was du jetzt tun sollst. Oder tun darfst. Ja. Also hier sehe ich einen ganz klaren Hinweis, dass es hier darum geht, in deine Kraft zu kommen und dein Temperament tatsächlich hier auch zu zügeln, deine eigenen Impulse hier besser zu kontrollieren. Also das kann sein, für einige sieht das wirklich so aus, vielleicht auch für viele, dass das deine eigene Energie ist und du hier stärker deine Instinkte ausgleichen darfst oder kontrollieren darfst und in deine Kraft kommen darfst. In deine wahre Kraft, in deine wahre Löwenkraft. Den haben wir nämlich hier auch drauf. So, und es geht auch darum, aus dieser Stagnation hier rauszukommen, indem du hier dich jetzt hier bewegst, Dinge in Veränderung bringst, in Bewegung bringst, aber auch möglicherweise neue Nachrichten empfängst. Kann sein, dass hier etwas in der Luft ist, etwas ist hier in Bewegung. Ja? Irgendwas möchte sich hier ereignen. Und es kann darum gehen, dass du hier auch aktiv wirst, hier und jetzt irgendetwas in Bewegung bringst. Wo vielleicht vorher etwas stagnierend war oder festgesteckt hat, weil man hier vielleicht möglicherweise ein wenig ungeduldig oder impulsiv war. Also das ist hier nur eine mögliche Interpretation, ja. In die Kraft kommen und die Dinge jetzt hier in Bewegung bringen, beschleunigen. Oh, ja, und hier haben wir ein ganz klares Ende setzen. Ganz klar etwas vorzeitig beenden. Diesen Rat bekommst du hier. Einen Schlussstrich setzen. Und zwar haben wir das hier genau neben dieser Niederlage, neben diesem Kampf, diesen Angriffen. Es geht darum, hier mit diesen Kämpfen oder mit diesen Krieg aufzuhören. Egal, ob das jetzt eine Situation im Außen ist oder ob das in dir etwas ist. Es kann ja deine eigene Haltung dazu sein, Einstellungen, Muster, Gewohnheiten oder auch eigene Gefühle oder eine ganz konkrete Situation im Außen. Es geht darum, hier ganz klar einen Schlussstrich zu setzen, etwas zu beenden. Vielleicht du stehst ja hier eh schon irgendwo vor einem Scherbenhaufen. Und möglicherweise hast du hier bisher nicht den Mut gehabt, tatsächlich auch das aktiv zu beenden. Ne? Weil irgendwie sehe ich dich ja hier ein bisschen blockiert, eingefahren, festgefahren, weil du hier auch irgendwie an einer Vorstellung oder Idee festgehalten hast, der so ein bisschen möglicherweise warst du hier auch irgendwo, ja, sehr, ich will nicht sagen verbohrt, aber an irgendetwas hast du dich hier sehr stark orientiert. Aber hier geht es darum, ganz klar, jetzt Dinge hier zu verändern, in Bewegung zu bringen, Gelegenheiten jetzt auch hier zu nutzen, in deine Kraft kommen, deine Impulse, Instinkte zügeln, deine wahre Kraft kommen, ja, und hier etwas jetzt wirklich auch beenden. Wie geht es weiter jetzt im Januar für dich? Da haben wir zwei Buben. Oh, und schon wieder der Teufel. Also der verfolgt mich jetzt hier auch so ein bisschen. Der Teufel ist eine Begegnung mit dem eigenen Schatten.
Ja, da darfst du deine eigenen Themen hier dir mal anschauen. Wo bist du unfrei? Wo bist du, welchen Süchten oder Versuchungen erliegst du hier? Wo gibt es hier Verstrickungen, Machtspiele, Fremdsteuerung, Kontrolle oder Abhängigkeiten, Süchte? Vielleicht ein Suchtverhalten oder irgendeine Abhängigkeit oder irgend so etwas sehen wir hier. Es kann sein, dass man hier aber auch in eine Situation gerät, wo man möglicherweise erpressbar wird. Ja, also die Begegnung mit dem Teufel, die ist ja sehr vielschichtig, ne? Das kann eine Versuchung sein, eine Manipulation, ein Machtspiel. Es kann auch sein, dass man hier erpresst wird oder mit irgendwelchen Machenschaften hier zu tun bekommt, die einen hier unter Druck setzen. So, und da geht es dann darum, also wir haben ja auch einen Menschen, wir haben ja auch den Bube der Kelche, ne? Das kann ja auch jemand sein, tatsächlich, der von außen kommt, der sich mit dir versöhnen möchte, der seine Gefühle gesteht, der mit dir, von dir irgendetwas möchte, ne? Das ist ja aber eine junge, eine unreife Energie. Das heißt nicht, dass dieser Mensch jung und unreif ist. Es ist einfach nur emotional eine Energie, wo man die Absichten jetzt hier nicht ganz einschätzen kann. Mit dem Teufel könnte es sein, dass das hier jemand ist, der möglicherweise sich nicht ganz klar ist mit seinen Absichten. Der Bube der Schwerter. Da geht es darum, dass du hier versuchen wirst, etwas zu klären. Du ringst hier um Klarheit. Du wirst hier vielleicht Informationen suchen, dir neues Wissen aneignen, vielleicht aber auch viel sprechen über deine Situation, ist sehr stark im Austausch sein. Wir haben hier sehr viel geistige Bewegung. Ja, also entweder versuchst du in dir ganz viel zu klären oder im Außen eine Situation hier für klare Verhältnisse zu sorgen und suchst dir dafür aber hier auch wirklich Informationen, Wissen und ja, redest ja auch sehr viel mit Menschen drüber, möglicherweise tauscht dich aus. Der Bube der Kelche. Ja, also da kommt ganz klar jemand auf dich zu. Das sehe ich hier auf jeden Fall. Jetzt weiß ich nicht, ob der mit dem Teufel zusammenhängt oder ob das zwei verschiedene Dinge sind. Es kann ja sein, dass du dem Teufel begegnest, im übertragenen Sinne. Er wird sicherlich nicht vor dir stehen. Ja, es kann aber auch sein, dass das hier zwei verschiedene Situationen sind. Dass dieser Bube der Kelche hier einfach sich mit dir versöhnen möchte. Oder dir seine Gefühle gesteht, falls er das noch nicht getan hat. Es kann auch sein, dass es zwischen dir und dieser Person eine Verstrickung gibt oder so eine Art Abhängigkeit. Oder dass dieser Mensch hier auch eine Versuchung für dich darstellt. Auch das ist möglich. Aber das Ganze scheint mir hier irgendeine ganz komische Situation zu sein hier. Mit dem Teufel und dem Buben der Kelche. Da gibt es auf jeden Fall hier irgendwelche komischen, undurchsichtigen Machenschaften, die du hier versuchst zu klären, wo du hier mit Klarheit ringst und auch versuchst, hier eine Klarheit reinzubringen für dich. Unterliegende Energien. Ja, du ziehst dich zurück. Du bist ja erstmal gerade ein bisschen im Rückzug und versuchst in dir die Dinge zu prüfen, zu analysieren, zu klären. Vielleicht überlegst du hier auch, wie du mit etwas umgehen sollst, dich innerlich zu ordnen hier auch. Ja, denn irgendetwas belastet dich hier. Irgendwas überfordert dich hier vielleicht auch. Du hast hier eine schwere Verantwortung zu tragen. Vielleicht sogar die Finanzen betreffend oder die Familie betreffend. Der Rahmen, also wo du dich eigentlich, ja, ist eigentlich die Fülle. Es geht dir gut, du fühlst dich geborgen. Ist das eigentlich 10 der Münzen, deine Stabilität? Aber es gibt hier in diesem Bereich irgendetwas, was dich mit Sorgen belastet, irgendwelche Verantwortung, die du hier zu tragen hast, ja, die dich manchmal so ein bisschen an deine Grenzen bringt. Oder vielleicht auch sehr, je nachdem, ne, wie das bei dir sich ausprägt. Aber ich sehe auf jeden Fall diese Belastung. Und da bist du gerade dabei, in dir zu prüfen, wie du damit weiter vorgehst.
So. Also der Rat ist hier ganz klar, etwas zu beenden. Möglicherweise ist dieses Ende hier auch etwas, was dich aus dieser Belastung oder Überlastung herausholt. Ja, vielleicht auch deswegen der Turm, dass hier etwas zusammenstürzt. Nimm eine neue Perspektive auch ein. Versuch dich hier wirklich für eine neue Sichtweise zu öffnen und die Dinge anders zu tun. Schlussstrich ziehen. Vielleicht auch einen Schlussstrich unter diesen Einflüssen des Teufels, wenn dir die bewusst werden, wenn du das Gefühl hast, du bist irgendwo unfrei, abhängig oder hast irgendwo ein Machtspiel oder eine Sucht oder irgendein, was immer das für ein Einfluss ist. Ja, das ist bei jedem was ganz anderes, der Teufel. So, was suchen wir denn hier? Den Frieden. Ich erschaffe jetzt Frieden in mir selbst und lasse diesen auch in die Welt hinausfließen. Ja, es geht darum, Frieden zu finden, ne? Weil was ich hier sehe, ist kein Frieden. Ne? Hier haben wir ganz schön Konflikte, Angriffe, hier haben wir eine Kampfhaltung eigentlich, könnte man sagen. Innere Aufruhr. Es geht darum, hier wirklich deinen Frieden zu finden, indem du etwas beendest. In dir vielleicht auch beendest. Der Drachenkuss. Ich spüre, wie der Kuss meines Drachens mich aufweckt und meine Erinnerung erwacht. Vielleicht darfst du dich auch an etwas erinnern. So, dann schauen wir mal, was die Engel hier für eine Botschaft haben für die Löwen. Vergangenheit. Schau mal, und hier war der Drachenkuss, die Erinnerung, eine Erinnerung an die Vergangenheit. Hier kommt die Vergangenheit. Erinnere dich an all das Gute. Okay, da müssen wir jetzt mal in das Büchlein schauen. Das interessiert mich jetzt auch. Die Vergangenheit. Es gibt diesen schönen Ausspruch, Back to the Roots, zurück zu den Wurzeln. Halte kurz inne und erinnere dich, was deine Basis ausmacht, was dich geprägt und zu dem Menschen gemacht hat, der du heute bist. Der Engel der Vergangenheit ruft heute die Erinnerung an Menschen, Worte, Weisheiten und Erlebnisse in dir wach. Diese Karte ist auch ein Zeichen von jemandem aus der Vergangenheit. Dafür, dass er oder sie oft an dich denkt und sich fragt, was du wohl machst und wie es dir geht. Wenn auch du gerade an jemanden aus der Vergangenheit denkst, der dir fehlt, nimm Kontakt zu ihm oder ihr auf. Wer weiß, welcher Weg euch beiden vorherbestimmt ist. Das könnte also tatsächlich hier der Bube der Kelche sein, der hier den Kontakt zu dir sucht im Januar. Es könnte jemand aus der Vergangenheit sein, mit dem du vielleicht auch mal irgendeine Verstrickung hattest, vielleicht sogar ein gemeinsames Karma, wäre auch möglich. Sollte derjenige oder diejenige eine ins Licht gegangene Seele sein, kommuniziere in Gedanken oder auf der Gefühlsebene mit ihm oder ihr. Erinnere dich an Momente, die ihr gemeinsam erlebt habt und spüre die Liebe dieser Seele jetzt ganz deutlich an deiner Seite. Wenn sie eine Botschaft für dich hat, wirst du diese klar wahrnehmen in der Sprache eurer Herzen. Manchmal tut es gut, zurück zum Anfang zu gehen, weil dort viele wertvolle Informationen und Erinnerungen sind, die uns wieder spüren lassen, warum wir diesen Weg gewählt haben. Ja, sehr schön. So, wir schauen mal in das andere. Also irgendeine Erinnerung haben wir hier, einen Einfluss aus der Vergangenheit oder einen Menschen. Und es geht darum, hier, wie gesagt, Frieden. Den Frieden Frieden in dir zu finden, Frieden zu schaffen und auch in die Welt hinauszubringen. Friedliche Haltung einzunehmen, ne? Ich hätte gerne noch einen Engel für die Löwen. Kraft und Führung. Kraft und Führung auch interessant, weil wir ja hier die Kraft haben. Das ist ja die Kraft, die Führung, die dir hier nahegelegt wird. Aber da interessiert mich jetzt auch mal die Botschaft.
Unterschätze nicht die Kraft deiner Seele. Du bist eine starke und widerstandsfähige Seele mit der Fähigkeit, alle Herausforderungen zu meistern. Du wirst jetzt Zeuge der göttlichen Führung. Fügung. Was immer dir in deinem Leben begegnet, sorgt dafür, dass die Lernkurve deiner Seele nach oben geht. Du wirst dir immer mehr darüber bewusst, was dir dabei hilft, deine Lebensaufgabe zu erfüllen und was dich vom wahren Glück ablenkt. Dein Schutzengel ermutigt dich zu erkennen, dass die Gefühle, die jetzt in dir hochkommen, als Orientierungshilfe zu verstehen sind, die dir helfen wird, die Schritte zu unternehmen, um Fülle und Unterstützung zu finden. Die Engel ermuntern dich, tief in deine Seele zu tauchen und deine Stellung zu halten. Wenn du dich fragst, was der nächste Schritt ist, wisse, dass er dir zur rechten Zeit enthüllt wird. Ändere für niemanden deine Pläne, Visionen oder Ziele. Dies ist nicht der Zeitpunkt, um tiefgreifende Veränderungen vorzunehmen, sondern um engagiert und stark zu bleiben. Ja, also dieses Ende mag sich hier tatsächlich dann eher auf eine innere Haltung beziehen. Um das Loslassen von Kämpfen, das Beenden von Angriffen oder Kämpfen oder ja, irgendeinen Konflikt, den wir hier sehen. Es geht um deinen Frieden. Es ist keine große Zeit der Veränderung. Wir haben ja den Eremiten hier auch. Das ist ja auch eine eher nach innen gehende Energie. Deine Kraft und Führung. Die Engel ermutigen dich jetzt, die Macht deiner Gebete und Absichten zu erkennen. Das Universum steht bei dir. Wenn du ihm vertraust, wirst du die Macht des Kosmos anziehen, um die richtigen Schritte. Und die richtigen Schritte werden dir so enthüllt werden, dass du sie ohne Mühe machen kannst. Werde dir bewusst, dass es nicht deine Aufgabe oder Pflicht ist, alles zu wissen, was gerade geschieht. Es reicht, wenn du einen Schritt nach dem anderen setzt, bis sich die Lösung und das Resultat zeigen. Hab Vertrauen. Positive Dinge geschehen. Ja, das sehen wir ja auch hier. Acht der Stäbe. Also hier passiert etwas. Hier kommt etwas in Bewegung. Also du wirst Führung im Außen erhalten und es geht darum, du selbst in deiner Kraft zu bleiben. Die Gefühle, die du jetzt erhältst, kommen als Orientierungshilfe. Was immer du jetzt gerade für Gefühle wahrnimmst, eine Orientierungshilfe. Vielleicht sind das auch diese Gefühle, die aus der Vergangenheit kommen oder mit einer Vergangenheit oder einer vergangenen Person verbunden sind. Das weißt du am allerbesten. Liebe Löwen, ja, also Frieden ist jetzt hier wichtig bei dir. Wie gesagt, es kann sein, dass hier mit den Zehn der Schwertern, was hier beendet wird, es geht hier wirklich um einen Schlussstrich, etwas zu beenden, vorzeitig, ja. Aber ich denke, es geht hier vorrangig um Kampfsituationen, Konflikte, Kontroversen, Diskussionen, oder auch alte Muster und Einstellungen, Haltungen, die du in dir möglicherweise auch hast, Erwartungen oder auch Gefühle, die dir nicht dienlich sind, da ganz konkret ein Ende zu setzen oder auch eine Situation im Außen, die dich hier belastet. Ja? Aber es ist nicht die Zeit der großen Veränderung. Es geht darum, hier Frieden zu finden, Frieden zu schaffen und auszustrahlen. Ja. Deine innere Mitte ist hier ganz wichtig. Liebe Löwen, das ist es, was ich hier bekomme für euch, für den Januar. Ich hoffe, du konntest hier etwas für dich mitnehmen. Wenn ja, würde ich mich sehr freuen über einen Daumen nach oben oder auch über ein Abo, falls du mir noch keins dagelassen hast. Und dann bedanke ich mich fürs Zuschauen, wünsche dir ein wundervolles neues Jahr und bis zum nächsten Mal.